Kaffeeduft, Kerzenschein und eine Diskokugel an der Decke. In diesem Ambiente würde wohl niemand eine politische Veranstaltung vermuten. Aber extravagant wie Gloria Gray eben ist, hat sie ihre Nominierungsveranstaltung in ihr Café verlegt. Anfangs noch etwas scheu, tasteten sich die Zwiesler und interessierten Zuhörer langsam an die politische Gloria heran. Sie stellte sich den Fragen und machte damit allen Anwesenden klar, sie meint es ernst mit ihrer Kandidatur als Bürgermeisterin und hat sich einiges vorgenommen, um Zwiesel wieder positiv ins Gespräch zu bringen. Denn ihre große Stärke sieht sie in der Vermarktung ihrer Person und somit auch ihrer Stadt.